Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu unserer heutigen Tagung. Wir möchten jetzt inhaltlich einsteigen mit dem ersten Vortrag zur Geschichte und Glaubenslehre der Ahmadiyya. Wir haben als Referenten Herrn Iftikhar Ahmad von der Ahmadiyya Muslim Jamaat, der wir gewinnen können. Herr Ahmad ist Imam der AMJ. Er hat Theologie studiert am Institut der Ahmadiyya und hat nach diesem Studium noch ein weiteres Studium angeschlossen. Er studiert aktuell auch Germanistik und Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt und bereitet sich aktuell auch auf einen spannenden Umzug, nämlich nach England, vor, wo er dann an einem Institut der AMJ arbeiten wird. Herr Ahmad wird etwa 40 Minuten zu Ihnen sprechen, wird uns einführen, vor allem in die Glaubenslehre der Ahmadiyya, aber es wird auch einen historischen Abriss geben. Und danach haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen an ihn zu stellen. Herr Ahmad, darf Sie nach vorne bitten? Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen von der Ahmadiyya Muslim Jamaat aus und würde meinen Vortrag zur Geschichte und Glaubenslehre der Ahmadiyya Muslim Jamaat beginnen mit einigen Vorbemerkungen. Und zwar würde ich erklären wollen, dass ich mich dazu entschlossen habe, die Glaubenslehre und die Geschichte nicht getrennt voneinander zu besprechen, sondern die Lehre der Ahmadiyya Muslim Jamaat anhand ihrer Geschichte zu erläutern. Und so werden diese beiden eben dann Hand in Hand gehen. Und worauf ich fernerhin hinweisen möchte, ist, dass die folgenden Ausführungen rein theologischer Natur sind und nicht den Anspruch erheben, einer wie auch immer gearteten historisch-kritischen Betrachtungsweise zugänglich zu sein. Zudem sei noch angemerkt, dass bei sämtlichen Angaben zu Koranversen die Basmala, also der erste Vers, der am Anfang einer jeden Sure steht, mitgezählt wird, was bei den meisten Koran-Ausgaben nicht der Fall ist. Dazu kann ich auch direkt was sagen, weil es geht ja um die Lehre der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Von den bestehenden Rechtsschulen innerhalb des sunnitischen Islams ist vor allem die schafiitische Rechtsschule der Auffassung, dass die Basmala, also Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen, bei jeder Sure, der den ersten Vers bildet, und da gibt es dann unterschiedliche Auffassungen. Und der zweite Kalif des verheißenen Messias, also der Ahmadiyya Muslim Jamaat, der zweite Nachfolger des Begründers der Ahmadiyya Muslim Jamaat, hat sich eingehend damit befasst und ist zu dem Schluss gekommen, dass die authentischste Meinung die ist, dass das tatsächlich den ersten Vers bildet, und deswegen wird er auch in der Verszählung mitgezählt. Und dazu gibt es auch in der Vor-Ahmadiyya-Zeit, also im klassischen Islam, von verschiedenen schafiitischen Gelehrten sehr detaillierte Abhandlungen, wie von beispielsweise von Imam an-Nawawi oder Imam al-Mawardi oder Imam al-Ghazali. Was das Rezitieren der Basmala während des Gebets anbelangt, das hat eigentlich direkt damit zu tun, dass darüber gibt es eben in der Ahmadiyya Muslim Jamaat die Auffassung, dass das laute Rezitieren sowohl erlaubt ist als auch nicht obligatorisch ist. Die einzelnen Rechtsschulen innerhalb des Islam, die vor der Ahmadiyya da waren, also die Schafi'is, die Malikis, die Hanbalis und die Hanafis, die haben die Auffassung gehabt, dass entweder ist es verpflichtend oder ist es verboten,
die Bismillah laut zu rezitieren oder nicht. Und der verheißene Messias, eine seiner Änderungen innerhalb oder eine seiner Reformen innerhalb der Rechtslehre des Islam war die, dass er die Meinungen, die authentisch auf den Begründer des Islams, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen und Allah auf ihn zurückgeführt werden können, allesamt legitim sind und keine davon in irgendeiner Weise der anderen also höher oder niedriger gestellt ist. Außerdem möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass ich während des Vortrags den Begründer der Ahmadi-Muslim-Jamaat als den verheißenen Messias ansprechen werde. Friede sei auf ihm. Und das ist eben gang und gäbe in der Ahmadi-Muslim-Jamaat und wir erachten ihn als den verheißenen Messias. Deswegen werde ich nicht Mirza Ghulam Ahmad, Friede sei mit ihm, die ganze Zeit wiederholen, sondern ihn als verheißenen Messias ansprechen. Und natürlich auch bei allen anderen heiligen Personen innerhalb des Islam werde ich die Eulogien, die dazu gehören, alle mitsprechen auf Arabisch. Was geschah, dass es zur Gründung der Ahmadi-Muslim-Jamaat gekommen ist? Was sind die weltgeschichtlichen Hintergründe ihrer Gründung? Darauf möchte ich im Folgenden kurz eingehen, und zwar unter Rückgriff auf das Selbstverständnis und das Geschichtsverständnis der Ahmadi-Muslim-Jamaat selbst. Allah, der Erhabene, hat dem Menschen Vernunft, Freiheit und Gewissen zuteil werden lassen. Diese sollten ihn leiten, und damit hat Gott den Menschen auf der einen Seite eine unantastbare Würde verliehen und zum anderen ihn zur Krönung oder zur Krone der Schöpfung gemacht. Da jedoch die dem Menschen als Geschöpf innewohnenden Sinnlichkeiten sowohl die Vernunft als auch das Gewissen trüben, war es der unerschöpflichen Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu verdanken, dass er den Menschen nicht den möglichen unerbittlichen Konsequenzen seiner eigenen Freiheit überlassen hat. Vielmehr gewährte er ihm, dem Menschen, von dem Augenblick an seine Rechtleitung, da der Mensch in seiner geistigen Entwicklung eine Stufe erreichte, auf der er für eine solche empfänglich wurde. Dazu etablierte Gott eine neue Institution auf Erden, und zwar das Prophetentum, die Nubuwa oder auch Gesandtschaft genannt, Risala. Und diese Rechtleitung hat sich seit Adam a.s., Friede sei mit ihm, dem ersten Empfänger eines göttlichen Auftrags zur Errichtung einer göttlich gestifteten Zivilisation, in dem manifestiert, was im Koran als Islam bezeichnet wird. Islam bedeutet übersetzt die Unterwerfung unter den Willen Gottes. Und Islam ist also die einzige Din, das heißt das einzige Glaubensbekenntnis und die einzige Weltanschauung, die dem vom Schöpfer für den Menschen bestimmten Sinn erfüllt, nämlich der Überzeugung und dem Bekenntnis, dass wahrer Friede und wahre Freiheit allein durch die Unterwerfung unter den Willen Gottes gefunden werden können. Nach Adam a.s., Friede sei mit ihm, folgten zahlreiche Manifestationen des Islam in Gestalt von göttlich gestifteten Zivilisationen und Glaubensbekenntnissen. Und unserer Auffassung nach ist Zivilisation an sich etwas immer durch göttliche Intervention direkt Gestiftetes und Erschaffenes. Schon hier werden dem einen oder anderen bereits zwei Punkte der Lehre der Ahmadi-Muslime ins Auge gefallen sein. Erstens, dass es sich beim Propheten Adam a.s. unserer Auffassung nach nicht um den ersten Menschen auf Erden handelt, sondern um den ersten Propheten. Und zweitens, dass die Bezeichnungen Prophet, Nabi und Gesandter, Rasul, ein und dieselbe Person designieren, sodass jeder Prophet ein Gesandter ist und jeder Gesandte ein Prophet. Innerhalb des islamischen Diskurses gibt es immer gibt es eine sehr tiefgründige Meinungsverschiedenheit darüber, was jetzt genau der Unterschied zwischen einem Nabi und einem Rasul ist. Und der Auffassung der Ahmadi-Muslim-Jamaat gibt es keinen Unterschied, sondern das sind nur zwei Perspektiven. Und zwar, wenn der Prophet gen Allah gerichtet ist und die Botschaft empfängt, ist er der Nabi. Und
wenn er die Botschaft weiter verbreitet, ist er der Rasul. Diese göttlich gestifteten Zivilisationen und Glaubensbekenntnissen wurden von Gottes Propheten zu allen Zeiten auf der gesamten Welt errichtet, waren jedoch stets relativ in Bezug auf Raum und Zeit. Schließlich kam es zur Vollendung der geistigen Entwicklung des Menschen und diese ging zugleich einher mit der Vollendung der göttlich gewährten Rechtleitung. Und diese Rechtleitung war dann absolut in Bezug auf Raum und Zeit. Und diese endgültige Rechtleitung wurde durch den Gesandten Gottes, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, etabliert und ist das, was heute gemeinhin unter dem Begriff Islam bekannt ist. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbrachte der Menschheit von Gott aus jene Lehre und jene Rechtleitung, die dann endgültig und nunmehr universal war. Und diese universelle Lehre, deren göttlich legitimierte Gültigkeit weder zeitlich noch räumlich bedingt ist, sondern darauf ausgelegt ist und von Gott als eine Lehre bestimmt ist, die für die gesamte Menschheit bis zum Ende aller Tage das Maß aller Dinge sein soll. Im Heiligen Koran gibt es dazu viele Passagen, drei davon sehen Sie hier. Nichts haben wir im Buch ausgelassen über den Heiligen Koran. Und wir haben dir das Buch herniedergesandt zur Erklärung aller Dinge. Oder heute habe ich eure Glaubenslehre für euch vollendet und meine Gnade an euch erfüllt und euch den Islam zum Bekenntnis erwählt. Das also die Lehre, die der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, und wenn ich vom Gesandten Allah spreche, dann meine ich damit immer den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht den verheißenen Messias. Die Lehre, die er gebracht hat, ist zum einen in Form des ihm von Gott verbaliter offenbarten Wortes des Koran und zum anderen in Form seiner praktischen Auslegung und Auslebung derselben in Form der Sunna vollkommen. Und darin gibt es zwischen den Ahmadi-Muslimen und anderen Muslimen keinerlei Dissens. Dass aber selbst der Islam und seine Lehre, trotz dessen, dass sie von ihrem göttlichen Stifter ausgelegt sind, für alle Zeiten Gültigkeit und Authentizität zu wahren, anfällig sind für falsche und von Gott nicht intendierte Deutungen, darüber sind sich mehr oder minder auch alle Muslime einig. Als grundlegende, gegensteuernde Maßnahme gegen diesen im Grunde doch zwangsläufigen Prozess des Verfalls und Niedergangs wurde daher von Seiten Gottes die folgenden Mechanismen in die Wege geleitet. Über die Nachfolgerschaft seiner eigenen Person sagte Allah, dass diese Nachfolgerschaft, genannt Khilafa oder Kalifat, 30 Jahre andauern würde und dann von einer weltlichen Herrschaft ersetzt werden würde. Dazu gibt es auch Überlieferungen von Propheten, in denen dann die Gefährten gezählt haben, bis wohin denn diese 30 Jahre gehen. Und je nach Lesart endet diese Zeit dann nach beim vierten Kalifen Ali radiallahu anhu oder beim fünften Kalifen Hassan radiallahu anhu. Und die Ahmadiyya Muslim Jamaat versteht sich selbst als Teil der Ahlus Sunna, diejenigen, die der Sunna des Propheten folgen, und diese Kalifen zur Anfangszeit des Propheten, nach dem Propheten, als rechtgeleitet erachten, als die Khulafa ar-Rashidun al-Mahdiyun, die in einer Überlieferung auch als rechtgeleitete Kalifen genannt werden. Und über sie wird beispielsweise gesagt, dass ihre Sunna, das heißt ihre Handlungsweise, genauso zu befolgen ist wie die Handlungsweise des Propheten. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-Khulafa ar-Rashidun al-Mahdiyun. Euch obliegt meine Sunna und die Sunna meiner recht geleiteten Kalifen. Und zu dieser Zeit war die spirituelle und die politische Führung in einer Hand, weil der Prophet, dazu werde ich später nochmal detaillierter kommen, eben als er nach Medina ausgewandert ist, neben seiner spirituellen Funktion von den Menschen auch noch eine politische Funktion sozusagen überantwortet bekommen hat.
Und als er verstorben ist, haben die Kalifen eben genau diese Funktion auch von ihm übernommen. Jedoch nach 30 Jahren, nach diesen 4 oder 5 Kalifen, als dann Muawiyah radiallahu anhu als Kalif antrat, war das nicht mehr das rechtgeleitete Kalifat. Und das wurde auch so prophezeit, dass nach dieser Zeit dann das in eine weltliche Herrschaft umschwingen würde. Und seitdem gab es eine Trennung zwischen dem politischen innerhalb des Islam und dem religiösen und dem spirituellen. Die spirituelle Führung übernahmen dann die sogenannten Erneuerer, die Mujaddidun, oder auch die Gelehrten, die als Warathatul Anbiya bezeichnet werden, als Erben der Propheten. Das ist einer dieser Hadith, einer dieser Überlieferungen, wo eben die Gefährten nachzählen, wo diese 30 Jahre geendet sind. Die Ahl-Sunna, also die Sunniten, derer wir als Ahmadi-Muslime uns nach dem Selbstverständnis, das hatte ich gerade schon. Gut, das ist doppelt. So. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hatte daher laut einer authentischen überlieferten Tradition auf Gottes Geheiß angekündigt: In Allaha yab'atha li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yajaddid laha dinaha. Wahrlich, Allah wird für diese Umma am Kopf eines jeden Jahrhunderts jene entsenden, die für sie ihren Glauben erneuern werden. Es sei angemerkt, dass die hier verwendete grammatikalische Konstellation mit dem Relativpronomen Mann sowohl für den Singular als auch für den Plural steht. Das heißt also, es ist nicht von einem Reformer pro Jahrhundert die Rede, sondern von vielen möglichen Reformern, die erscheinen können. Es ist bei Muslimen, vor allem bei den Sunniten, allgemein anerkannt, dass über die Jahrhunderte in der gesamten muslimischen Welt immer wieder Menschen von Gott auserkoren wurden, die den Muslimen als Erneuerer ihres Glaubens dienten, auch mehrere zugleich an verschiedenen Orten der Welt. Es gab nunmehr also die politischen Führer, die sich Kalif oder Sultan etc. nannten, und die religiösen Autoritäten in Form von frommen und gottesfürchtigen Gelehrten, die entweder als Mujaddid, also als Erneuerer von Gott, erkoren wurden und dies auch so proklamierten, oder zur Gemeinschaft dieser Erneuerer dann gehörten, zur Anhängerschaft. Ganz gleich, ob diese Erneuerer nun den Anspruch erhoben haben oder später dann von ihren Anhängern als Mujaddid erkannt wurden. Es gibt sowohl Beispiele für solche Erneuerer, die explizit den Anspruch erhoben haben, beispielsweise Imam Ahmad As-Sirhindi oder Imam Al-Ghazali, welche explizit für sich selbst den Anspruch erhoben haben, ein Erneuerer zu sein. Und es gibt auch zig Beispiele, wo andere innerhalb der Gemeinde, der Muslime, der Gemeinschaft der Muslime, diese später als Mujaddid erkannt haben. Nun wurde jedoch dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ebenfalls das Erscheinen einer weiteren religiösen Autorität prophezeit, und zwar die Wiederkunft oder die Herabkunft von Jesus, dem Sohn der Maria. Friede sei mit ihm. Der Gesandte Allahs hat in sukzessive massenhaft überlieferten authentischen Überlieferungen, also Traditionen, prophezeit, das heißt Mutawatir, das ist ein Begriff innerhalb der islamischen Theologie, welches bedeutet, dass eine Information innerhalb der Überlieferungen so oft in jeder Generation gibt es so viele Überlieferer, dass es unmöglich ist, dass das jemand erfunden hat oder fabriziert hat, sondern dass es authentisch auf dem Level des Koran zurückzuführen ist auf den Propheten selbst, dass er das tatsächlich gesagt hat. Also, und er hat also in diesen Überlieferungen vorhergesagt, dass Jesus, der Sohn der Maria, erscheinen würde, herabkommen würde. Das Wort, was er benutzt hat, ist Nusul. Im Heiligen Koran wird das Wort Nusul nicht nur für eine Herabkunft von oben nach unten verwendet, sondern auch für das Erscheinen von etwas, für das Kommen von alles, was Gott gegeben hat. Daraus ergab sich dann für die Muslime eine Problematik. Dem Gesandten Allahs, wie Allah im Heiligen Koran erklärt, wurde die Ehre zuteil, das Siegel der Propheten zu sein. So heißt es: Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin.
Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten, und Allah hat volle Kenntnis aller Dinge. Das löste in der muslimischen Gemeinschaft und unter ihren Gelehrten schon sehr früh eine große Debatte aus. Denn es schien ein offensichtlicher Widerspruch zu bestehen zwischen einerseits dem Gesandten Allahs als dem Siegel der Propheten und andererseits Jesus, der in der Endzeit herabkommen sollte, da unter dem Siegel der Propheten von den Muslimen, vielen von ihnen, der letzte der Propheten verstanden wurde. Da Jesus, wie im Koran erklärt wird, ein Prophet und ein Gesandter war, wäre es, wenn er nach dem Propheten herabgekommen wäre oder würde, der letzte Prophet er sein und nicht der Gesandte Allahs. Was die nun im Folgenden von mir erwähnten Aussagen einiger großer Gelehrter des Islam betrifft, so müssen diese unserer Ansicht nach vor dem Hintergrund der Tatsache gelesen werden, dass die Ansicht, Jesus sei leiblich in den Himmel aufgefahren und lebte dort weiter, und dass dann dieser selbe Jesus am Ende der Zeit mit Leib und Seele auf die Erde zurückkehren würde, in der islamischen Tradition schon sehr früh breite Akzeptanz gefunden hatte. Und aufgrund dieser Tatsache, dass es sich um eine Angelegenheit handelte, die von der fernen Zukunft handelt, schlossen sich die meisten Gelehrten unschuldigerweise dieser Ansicht an, und nur sehr vereinzelte abweichende Stimmen erhoben sich in der Gelehrsamkeit so weit, dass sogar der verheißene Messias, alaihi salam, vor seinem Anspruch Zeit seines Lebens dieser Ansicht anhing, weshalb alle jenen früheren, vormodernen Gelehrten in dieser Hinsicht ma'adur sind, also entschuldigt sind. Al-Qadi Iyad, ein Gelehrter der malikitischen Rechtsschule, hat in seinem Kommentar zu Sahih Muslim Folgendes gesagt. Und zwar sagt er über, und die Herabkunft Jesu des Messias und sein Töten des Antichristen Dajjal ist eine authentische Wahrheit gemäß der Ahlus Sunnah, aufgrund der authentischen Überlieferungen, die darüber vorzufinden sind, aufgrund dessen, dass nichts vorzufinden ist, was sie widerlegen oder absprechen würde. Im Gegensatz zu einigen Mu'tazila und Jahmiya und jenen, die ihre Meinung teilen, sie leugnen und ihrem Glauben, dass die Aussage Allahs des Allmächtigen über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Siegel der Propheten und seine, also des Propheten Aussage, es gibt keinen Propheten nach mir, la nabiyya ba'di, sowie der Konsens der Muslime darüber und darüber, dass das göttliche Rechtssystem des Islam bis zum Tag des jüngsten Gerichts fortbesteht und nicht aufgehoben wird, diese Überlieferungen widerlegen würden. Die beiden hier erwähnten Gruppen, die Mu'tazila und die Jahmiya, entstanden im 2. Jahrhundert der islamischen Zeitrechnung und vertraten die Auffassung, dass die überwiegende Mehrheit der vom Propheten überlieferten Einzelüberlieferungen nicht akzeptabel seien, da sie im Widerspruch zum überlieferten Wort Gottes, dem Koran, stünden. Aufgrund der weit verbreiteten Manipulation von Hadithen in der Polemik der Splittergruppen betrachteten sie diese als nahezu unbrauchbar als Beweismittel in religiösen Disputen und beriefen sich auf die Einstimmigkeit des gemeinschaftlichen Konsenses, des Ijma, als einzig möglichen Schiedsrichter der religiösen Autorität. Ich werde jetzt hier ein bisschen überspringen, das ist sehr, sehr etwas zu theologisch, glaube ich. Also es gab dann, die Mu'tazila waren eine rationalistische Strömung innerhalb des Islam, sehr frühe, die Überlieferungen des Propheten komplett abgelehnt haben und gesagt haben, dass der Konsens der Gemeinde und der Koran das Einzige ist, worauf man sich verlassen kann. Und sie haben gesagt, seht her, der Koran widerspricht den Ahadith. In Ahadith steht, Jesus wird wiederkommen. Sagt ihr, dass der Prophet gesagt hat? Aber im Koran steht, er ist der Siegel der Propheten. Also lehnen wir die Ahadith komplett ab. Also entstand daraus eine Debatte innerhalb der Sunniten, wie das denn zu lösen sei. Und dann gibt es eine Antwort darauf, wo nochmal wiederholt wird, was die Probleme sind, sozusagen, was die Problematik ist. Und im Laufe der Zeit wurden eine Reihe von Bewältigungsmechanismen entwickelt, um diese beiden scheinbar widersprüchlichen Aussagen so zu erklären, zu interpretieren und ihnen einen Sinn zu geben, dass der scheinbare Widerspruch geklärt, aufgelöst und begründet werden könnte. Die zwei bekanntesten werde ich im Folgenden anführen und ihre Untauglichkeit aufzeigen und nachhinein die Ansicht der Ahmadi Muslim Jamaat erläutern.
Es wird beispielsweise, ich werde jetzt auch nicht mehr auf die einzelnen Überlieferungen eingehen, das können Sie dann hier nachlesen, wenn Sie möchten. Es wurde gesagt, auf der einen Seite, wir können das lösen, indem wir behaupten, dass der wiederkommende Jesus kein Prophet sein wird, wenn er wiederkommt. Er wird als ein Reformer, er wird als jemand wieder auftauchen, wiederkommen, herunterkommen, herabkommen, der sich dem Gesetz des Propheten unterordnet und nach diesem richten wird, wenn er wiederkehrt. Darüber herrscht sowieso ein Konsens innerhalb der Muslime. Es gibt keinen Muslim, der der Ansicht ist, dass Jesus, wenn er kommen würde, die Scharia sozusagen aufheben würde, sondern er würde mit der Scharia richten und so weiter und so fort. Das heißt also, diese erste Ansicht war, dass es kein Prophet, dass er kein Prophet wäre. Das widerspricht jedoch dem, was im Heiligen Koran steht. Dort steht über den Propheten Rasulan ila Bani Israel beispielsweise. Er ist ein Gesandter zu den Kindern Israels. Das heißt also, entweder man leugnet die ewige Gültigkeit des Koran, was die meisten Muslime natürlich nicht bereit sind zu tun, oder man muss anerkennen, dass er ein Gesandter ist und ein Prophet ist und man ihm nicht die Prophetenschaft aberkennen kann. Dazu gab es dann auch innerhalb der Gelehrsamkeit Widersprüche, beziehungsweise Leute, die dagegen protestiert haben und dem entgegnet haben. Beispielsweise sagte der gelehrte Imam As-Suyuti, der im 10. Jahrhundert der Hijra auftrat, dass derjenige, der behauptet, dass Jesus seine Prophetenschaft verloren habe, Unglaube damit begangen habe, also Kufr, und also also etwas getan hat, was ihn zum Nichtmuslim macht. Das heißt also, die Muslime waren sich auch darin nicht einig. Dann gab es auch diejenigen, die erklärt haben, dass das gar nicht nötig sei, denn er war ein alter Prophet. So heißt es beispielsweise bei Al-Mulla Ali Al-Qari, dass weil der Prophet Jesus seine Prophetenschaft vor dem Propheten erhalten habe, würde er mit seiner alten Prophetenschaft wiederkehren und dann würde er trotzdem dem Gesetz des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richten. Nun, da gibt es wieder den Vers, den ich eben zitiert habe, damit ein Problem. Dort steht nämlich Rasulan ila Bani Israel. Er ist ein Gesandter zu den Kindern Israels. Er ist kein Gesandter für die gesamte Menschheit. Da steht zumindest nicht im Heiligen Koran. Das heißt also, entweder müsste man wieder dem Koran widersprechen und sagen, Rasulan ila Bani Israel stimmt nicht oder war beschränkt auf eine bestimmte Zeit. Oder man muss eben anerkennen, dass es eine dritte Möglichkeit gibt, diesen Widerspruch aufzulösen. Und es gab Gelehrte innerhalb der islamischen Tradition, die diesen Weg auch gegangen sind. Eine interessante Aussage von einem weit, weit anerkannten muslimischen sunnitischen Gelehrten, Taqiyuddin As-Subki, einem sehr bedeuteten Universalgelehrten innerhalb des Islam. Er schreibt nämlich, dass das Prophetenamt des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht erst begonnen hat, als er den Anspruch erhoben hat, ein Prophet zu sein, sondern sein Prophetenamt hat begonnen schon bevor überhaupt Adam a.s. erschaffen wurde. Er schreibt, und sein Prophetentum und seine Gesandtschaft gelten für die gesamte Schöpfung vom Zeitalter Adams bis zum Tag des Gerichts. Und die Propheten und ihre Gemeinschaften, also alle Propheten und ihre Gemeinschaften, gehören alle zu seiner Gemeinschaft, also zur Gemeinschaft des Propheten. Und seine Aussage, also des Prophetenaussage,
Ich bin zur gesamten Menschheit gesandt worden, bedeutet nicht nur die Menschheit vor seinem Zeitalter, von seinem Zeitalter bis zum jüngsten Gericht, sondern schließt auch die vor ihnen ein. Und so wird die Bedeutung seiner Aussage, ich war schon ein Prophet, das ist nämlich auch eine Prophetenaussage, die authentisch überliefert ist, ich war schon ein Prophet, als Adam noch zwischen Seele und Körper war, also in einem Zustand zwischen Seele und Körper. Bin ar-Ruhi wal-Jasad. Das heißt also, dass die Propheten allesamt eigentlich in einer bestimmten Art und Weise nach den Propheten gekommen sind. Und trotz allem hat das nicht an seiner Siegelschaft gerüttelt, was hier vorgeworfen wird, dem verheißenen Messias, dass er die Siegelschaft des Propheten durchbrochen hätte. Sämtliche Propheten sind nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erschienen und keiner von ihnen hat die Siegelschaft des Propheten durchbrochen. Jetzt gibt es, das führt uns dann zu dem Punkt, dieses ganze Thema von einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten. Alle Propheten sind also auf eine Art und Weise nach dem Propheten erschienen. Und der große islamische Gelehrte und Sufi-Mystiker Muhyiddin ibn Arabi hat in seiner Prophetologie unterschieden zwischen dem allgemeinen Prophetentum, Nubuwa Amma, und dem gesetzgebenden Prophetentum, Nubuwa Tashri'. Und erklärte, dass nur das gesetzgebende Prophetentum mit dem Gesandten in seiner Rolle als Siegel des Propheten der Propheten beendet wurde, und er erläuterte einen sehr entscheidenden Punkt, der bisher vernachlässigt wurde und deswegen auch zu diesen Fehlinterpretationen geführt hat. Und zwar erklärte er, dass die Gesetzgebung nur ein Nebenaspekt, Amr Arid, des Prophetentums war und kein notwendiger Aspekt. Das heißt also, es ist nicht notwendig, dass ein Prophet ein Gesetz bringt. Er schreibt in seinem Hauptwerk Al-Futuhat al-Makkiya, das Prophetentum, das mit der Person des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beendet wurde, oder endete, ist also nur das gesetzgebende Prophetentum und nicht sein geistiger Rang. Kein Gesetz wird jemals sein Gesetz aufheben und seinem Gesetz wird kein anderes Gesetz hinzugefügt. Das ist die Bedeutung seiner Aussage. Wahrlich, Gesandtschaft und Prophetentum haben aufgehört. Und nach mir wird es keinen Gesandten und keinen Propheten mehr geben. Das bedeutet, es wird nach mir keinen Propheten geben, der ein anderes Gesetz als das meine erlässt. Und wenn es einen Propheten nach mir gibt, wird er meinem Gesetz unterworfen sein. Und so weiter und so fort. Das heißt also, er hat 10 Minuten. Okay. Dann ich habe das nicht eingeplant. Ich hab leider bis zum Ende noch daran gefeilt und leider nicht wirklich geschaut, wie lang die meine Präsentation geworden ist. Und wir sind gerade bei. Okay. Wir sind bei Folie 10 von 50. Oder 40. Also weiter geht's. Es gab eine ganze Schule von Ibn Arabi. Weitere Gelehrte, Al-Jili, Al-Sha'rani, die gekommen sind, haben eben diese Ansicht weitergeführt und auch darüber geschrieben. Im 4. Jahrhundert gab es einen Gelehrten, einen Historiker. Und er hat über seine Zeit berichtet. Und er schreibt, und eine Gruppe sagt, er beschreibt die verschiedenen Gruppen, die es innerhalb des Islam gab, zur Ansicht der Wiederkunft von Jesus. Und er zählt drei Gruppen aus, die es schon im 4. Jahrhundert gab. Und eine Gruppe, die er aufzählt, ist, und eine Gruppe sagt, die Herabkunft Jesu ist das Erscheinen des Mannes, der ein Abbild Jesu an Vortrefflichkeit und Vornehmheit ist, so wie von dem guten Menschen gesagt wird, er sei ein Engel, und von dem bösen Menschen, er sei ein Teufel, womit die Ähnlichkeit nicht das Wesen gemeint ist.
Das heißt also, schon damals gab es innerhalb der Muslime die Ansicht, dass dass jemand anderes anstatt Jesus kommen kann und wird. Auch Ibn Adi war diese Ansicht, er schreibt beispielsweise bi Badan Achar, er wird mit einem anderen Körper wiederkommen, Jesus. Es gibt unzählige Gelehrte innerhalb der Gemeinschaft der Muslime, die daran glauben, dass Jesus verstorben ist. Es gibt 30 Verse, die der verheißene Messias, Friede sei mit ihm, aufgezählt hat, mit denen er aus dem Koran selbst den Tod Jesu bewiesen hat. Und auch der verheißene Messias hat eine Herausforderung an alle Gelehrten gestellt, dass das Wort, was für den Propheten Jesus im Heiligen Koran verwendet wird, Tawaffa, dass dieses Wort bedeutet, sterben oder schlafen und nichts anderes bedeuten kann, wenn der Agens, also das Subjektiv, Allah oder ein Engel ist und das Objekt etwas ist, was ein Ruh, also etwas, das eine Seele hat. Also es kann nichts anderes bedeuten, als jemanden sterben lassen. Und die Nicht-Ahmadi-Muslime, viele von ihnen, interpretieren es eben als in den Himmel heraufheben. Jetzt folgt eine Kurzbiografie des Begründers der Ahmadi-Muslim-Jamaat. Dazu gibt es leider keine Slides, ich werde das also mündlich vortragen. Der verheißene Messias wurde am 13. Februar 1835 in Indien geboren, in dem Dorf Gradian im Punjab. Und er hat von klein auf verschiedene Dinge von zu Hause aus gelehrt bekommen. Er hatte Lehrer aus verschiedenen Strömungen, schiitische Lehrer, Ahl-Hadith-Lehrer, also Ghayr Muqallidun, diejenigen, die daran glauben, dass man keinem Madhab, also keiner Rechtsschule angehören muss, aber auch jene, die der Ansicht sind, dass man einer Rechtsschule angehören muss. Also aus allen möglichen Facetten wurde er, als er klein war, zu Hause gelehrt und hat beispielsweise in Nahw und Sarf, also in der arabischen Grammatik, Unterricht erhalten und in Persisch und in Logik und so weiter und so fort. Und sein Vater lehrte ihn auch die Medizin. Von 1864 bis 1868 arbeitete er auf Wunsch seines Vaters in der Stadt Sialkot als Sekretär in einem Gericht. Und 1864 wurde ihm von Gott die erste Offenbarung gesandt. Darin sagte Gott, du wirst ein Alter von 80 Jahren erlangen, etwas mehr oder etwas weniger, und du wirst so alt werden, dass du deine entfernte Generation sehen wirst. Seine Eltern starben kurz danach, und zwar 1868 seine Mutter und 1876 sein Vater. 1875, 76 begann er mit verschiedenen spirituellen und mystischen Übungen. Und beispielsweise hat er täglich 8 oder 9 Monate lang täglich gefastet im Jahre 1876, um eben die Nähe zu Gott zu erlangen. Er hat so sehr früh angefangen, sich mit den Gegnern den damaligen Gegnern des Islams auseinanderzusetzen. Es wurden in den Zeitungen sehr viel polemisiert gegen den Islam, sowohl von der hinduistischen Seite, von einer neuen Strömung innerhalb der Hindus, die sich Arya Samaj nennt. Die Arya Samaj sind übrigens auch die Vorgänger der heutigen BJP, also die heutigen Hindutva sind die Nachfolger der Arya Samaj. Dann aber auch von den Missionaren, die mit den britischen Kolonialherren mitkamen und dort eben missioniert haben und damals auch aufgrund dessen, dass sie
dass die Kolonialherren ihnen den Rücken gestärkt haben, haben sie sehr viel gegen den Islam polemisiert innerhalb der Zeitungen und Magazinen und von Broschüren und Pamphlets. Und damals hat er schon begonnen, dagegen zu argumentieren und den Islam und die Wahrhaftigkeit des Islams den Muslimen und den Christen und den Hindus vorzutragen. 1880 hat er sein erstes Buch veröffentlicht, Barahine Ahmadiyya. Dieses wurde innerhalb der muslimischen Gemeinschaft sehr wohlwollend angenommen. Dann erschienen einige Jahre später die weiteren Bände, 4 Bände insgesamt hat er damals herausgebracht. Und währenddessen hat er auch den Anspruch erhoben, ein Ma'mur bin Allah zu sein. Jemand, der von Gott beauftragt worden ist und hat sozusagen auch den Anspruch erhoben, ein Erneuerer zu sein, ein Mujaddid. Und zu dieser Zeit gab es dann schon einige Anfeindungen. Niemand hat ihn des Unglaubens bezichtigt, aber es gab dann auch schon Leute, die gesagt haben, dass er ein Sindiq ist, also ein Heretiker, ein Ketzer. 1883 starb sein älterer Bruder, der eigentlich für ihn finanziell gesorgt hat. 1877 wurde gegen ihn ein Gerichtsverfahren berufen von einem feindseligen Christen, der ihn aufgrund der Debatte, die er mit ihm geführt hatte, zuvor nicht wohlgesonnen war. Aber er wurde freigesprochen, obwohl er sozusagen er hat sozusagen unschuldig in einem Brief ein Exzerpt von seinem Buch mitgeschickt, was in einem Buch, was als Buch versandt wurde, wo man keinen Brief mitschicken durfte, einen Brief mitgeschickt. Und das hat er als Vorwand benutzt, um ihn anzuklagen, aber Gott hat ihn von dort eben ehrenhaft entlassen. Am 18. Juli 1885 geschah das sogenannte Zeichen der roten Tinte. Das ist ein Zeichen von Allah gewesen, auf das ich jetzt nicht näher eingehen werde. Es ist also auf jeden Fall ein Zeichen gewesen, was sehr viele Menschen dazu bewogen hat, auch von seiner Wahrhaftigkeit überzeugt zu werden. Anfang 1885 lud er die Führer von verschiedenen Religionen dazu ein, ein Zeichen für seine eigene Wahrheit zu zeigen. Und im Jahre 1886 ging er in eine Stadt, in ein Dorf namens Hoshiarpur und hat dort eine lange mystische Übung vollführt. Nachdem wurde ihm prophezeit, dass ihm ein Muslih Maud, also ein Sohn geboren würde, der später im Nachhinein den Islam reformieren würde. Und das war derjenige, der später dann zum zweiten Kalifen des verheißenen Messias gewählt wurde. Am 1. Dezember 1888 gab er bekannt, dass er eine Gemeinschaft gründen wollte und hat diejenigen, die sich entschlossen hatten, seiner Gemeinschaft sich anzuschließen, eingeladen. Und am 12. Januar 1889 gab er dann die 10 Bedingungen des Bayat bekannt. Die 10 Bedingungen werde ich Ihnen kurz vorlesen. Das sind die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um in die Ahmadi Muslim Jamaat einzutreten. Derjenige, der eintritt, der Bayat-Leistende, soll ernsthaft versprechen, dass er sie, das Schirk, also die Gleichstellung eines anderen Wesens mit Gott, sich davon enthalten wird. Und bis zu dem Zeitpunkt, wenn er, beziehungsweise, ich glaube, das wird Ihnen später zur Verfügung gestellt. Es würde sehr viel Zeit rauben, das jetzt einmal komplett durchzugehen. Auf jeden Fall hat er dann, nachdem er diese Gemeinde begründet hatte, 1,5 Jahre später von den Anspruch erhoben, der verheißene Messias und Mahdi zu sein. Und er hat das verkündigt mit einem Buch, das er verfasst hat, Fateh Islam. Und er hat argumentiert, dass laut einem authentischen Hadith
eine authentische Überlieferung, Jesus, der wiederkehren würde, auch der Mahdi sein würde. Das heißt, in der Überlieferung in einer der kanonischen Hadith-Sammlungen, Ibn Majah, Lal Mahdiyu illa Isa. Es wird keinen Mahdi geben, außer Jesus, den Sohn der Maria selbst. Zum Namen der Ahmadiyya, viele meinen, das hätte der Begründer der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat seinen eigenen Namen entsprechend die Gemeinschaft genannt. Das ist aber nicht der Fall. Es gab einen Zensus 1901 und damals hat er den Namen vorgeschlagen, Ahmadiyya muslimische Konfession, Musliman Firqa Ahmadiyya oder Muslime der Ahmadi-Schule, Ahmadi Madhab, die Musliman. Und dazu muss man wissen, dass Moment. Er schreibt dazu, der Grund, warum diese Gruppe Musliman Firqa Ahmadiyya genannt wurde, ist, dass unser Prophet zwei Namen hatte. Der eine war Muhammad, der zweite war Ahmad. Und der Name Muhammad war sein majestätischer Jalali-Name und eine verborgene Prophezeiung war darin verborgen, dass unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, jene Feinde mit dem Schwert bestrafen würde, die den Islam mit dem Schwert angriffen und hunderte von Muslimen getötet hätten. Der Name Ahmad wiederum war sein schöner Name, der Jamali-Name, der die Bedeutung hatte, dass unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Friede und Versöhnung stiften würde. Gott hat also diese beiden Namen so vergeben, dass das frühe Leben unseres Propheten in Mekka mit dem Namen Ahmad manifestiert wurde, währenddessen die Lehre der Geduld und Standhaftigkeit vorgelebt wurde. Dann in der medinensischen Periode seines Lebens manifestierte sich der Name Muhammad als Gottes Weisheit und Entschluss, es für notwendig erachtete, die Feinde zu richten. Aber es wurde prophezeit, dass in den letzten Tagen der Name Ahmad wieder manifestiert werden würde und eine solche Person erscheinen würde, die die Ahmadi-Attribute, das heißt die schönen Attribute, manifestieren würde und durch die alle Arten von Aggressionen beendet würden. Deshalb wurde es als angemessen erachtet, diese Gruppe Ahmadiyya zu nennen, damit jeder, der diesen Namen hört, versteht, dass diese Gruppe erschienen ist, um Frieden und Versöhnung in der Welt zu schaffen und dass diese Gruppe kein Interesse an Krieg und Aggression hat. Nun etwas zur... Wie lange habe ich noch? Geben Sie mir noch, sagen wir. Zwei Minuten. Okay, also etwas zur Prophetologie innerhalb der Ahmadi-Muslim-Jamaat. Der verheißene Messias hat geschrieben und gesagt, im Jahre 1903 beispielsweise, hat er gesagt, dass es innerhalb der Gemeinschaft der Muslime eine große Anzahl von Heiligen gab, die den Rang von Prophetentum erreicht haben, aber nicht zum Propheten geworden sind, aufgrund dessen, dass die Großartigkeit der Siegerschaft des Propheten aufrechterhalten werden sollte. Und Tausende hätten das Anrecht gehabt, Prophet genannt zu werden. Und das hat er genannt, Nabi Bilquwa, der potenzielle Prophet, die potenziellen Propheten. Unter anderem war auch einer der Kalifen, Umar, radiallahu anhu, über ihn wird berichtet, dass er im Muhaddath war, dass er also von Gott Offenbarungen erhalten hat. Über ihn wird gesagt, Laukana ba'di nabiyun, wenn nach mir es einen Propheten geben würde, dann wäre es Umar. Das heißt, es gab potenzielle Propheten, aber nur Gott weiß, wo er sein Prophetentum hinlegt. Und deswegen gab es innerhalb der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam nur einen bisher aktuellen Propheten, das heißt ein Nabi bil Fi'l. Und das war der Prophet, der verheißene Messias, alaihi salatu wassalam, der die Ahmadi-Muslim-Jamaat begründet hat. Ich hätte jetzt noch was zur Rechtslehre gesagt, zu Abrogation. Wir lehnen die Abrogation ab im Koran. Wir erachten den Koran als fehlerfrei. Andere Muslime meinen, dass manche Verse nicht mehr gültig wären, beispielsweise der Vers, es gibt keinen Zwang im Glauben. Manche sagen, Gelehrte, auch in der Tradition, viele, dass die Schwertverse, die später gekommen sind, diesen Vers abrogiert und seine Wirkung zunichte gemacht hätten.
Die Ahmadi-Muslime glauben als einzige Gemeinschaft und Strömung innerhalb der Muslime, dass es keinen Nasch im Koran gibt, sondern dass, wenn wir von Nasch, die Rede ist eigentlich von Tachsis oder von Taqiyyid, Tafsir, Tabyin, Istisna oder Shart, die Rede ist. Dann gibt es noch Jenseitsvorstellungen, unsere Vorstellung des Dschihad, wie erachten wir die Nicht-Muslime? Wir achten alle, jener, der sich als Muslim nennt, ist ein Muslim, kurz gesagt. Und dann hätte ich noch sehr detailliert über das Kalifat gesprochen. Es tut mir sehr leid. Gibt bestimmt oder wir zumindest die Möglichkeit geben wollen, Fragen zu stellen. Sie bekommen jetzt erstmal einen Schluck Wasser, den haben Sie sich redlich verdient. Ich glaube, das war ein sehr spannender Einblick, vor allem für die Theologinnen und Islamwissenschaftlerinnen und Historikerinnen unter uns, der einfach auch wichtig ist, um eine Gruppierung wie die Ahmadiyya auch erstmal kennenzulernen. Bevor ich jetzt dem Publikum die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen, hätte ich vielleicht so zwei, drei Fragen auch nochmal zur besseren Einordnung. Wir werden auch immer wieder mal gefragt, was ist denn jetzt so der Unterschied im Alltag zwischen Ahmadi-Muslimen und sunnitischen Muslimen. Sie haben ja gesagt, Sie würden sich im sunnitischen Islam verorten. Aber wie ist es denn so im Alltag? Also die fünf Säulen sind eigentlich gleich. Es gibt die fünf Gebete, es gibt das Fasten im Monat Ramadan, es gibt das Kopftuch, die Geschlechtertrennung, die wir ja auch aus anderen muslimischen Kontexten kennen. Aber gibt es im Alltag zum Beispiel Traditionen, Sitten, Gebräuche, die vielleicht bei Ahmadi-Muslimen sich unterscheiden von sunnitischen oder schiitischen Muslimen? Nein, die gibt es explizit nicht. Es gibt natürlich sehr viele Strömungen innerhalb des sunnitischen Islam, die allesamt dann auch in Einzelfragen Meinungsverschiedenheiten haben. Über den verheißenen Messias wurde in einer Überlieferung, in der Überlieferung, die eben sukzessive und massenhaft überliefert wurde, gesagt, dass er als Hakam Adalan kommen würde, als der gerechte Richter. Das heißt also, er würde von den, natürlich erscheint ein Prophet erst, wenn Dunkelheit herrscht. Andernfalls wäre es gar nicht nötig, einen Propheten zu entsenden. Und diese Dunkelheit, weswegen der Verheißene Messias erschienen ist, ist eben, dass die Muslime untereinander zerstritten waren und sich eine Weltlichkeit durchgesetzt hat, und er ist gekommen und hat dann die richtigen Meinungen innerhalb des Meinungsspektrums deklariert und designiert. Das beispielsweise, es gab Abu Muslim al-Isfahani von den Mu'tazila, der gesagt hat, es gibt keine Abrogation im Koran vor 1000 Jahren. Danach hat ihn jeder Muslim widerlegt innerhalb des sunnitischen Islams. Der Verheißene Messias hat beansprucht, es gibt keine Abrogation im Islam. Das heißt also, er hat nichts Neues gebracht in der Hinsicht, aber er hat eben den Anspruch erhoben, die richtige Art und Weise, die von Gott ihm, wie er geleitet wurde, eben der Menschheit mitzuteilen. Und deswegen gibt es im Praktischen keinen Unterschied. Und was der Verheißene Messias sogar gemacht hat, ist, was ich am Anfang versucht habe zu erklären, er hat gesagt, dass alles, was authentisch überliefert ist vom Propheten, ist alles erlaubt. Es gab Zank innerhalb der Strömungen, oder gibt es immer noch, ob man das Amin laut aussprechen soll oder leise sprechen soll, ob man die Basmala sprechen soll oder nicht, ob man die Arme hier hält oder hier hält beim Gebet. Und der Verheißene Messias hat gesagt, das sind Nebensächlichkeiten, die uns abhalten von den hauptsächlichen Dingen. Also Nebensächlichkeiten, die ja im Laufe der islamischen Geschichte ja auch zum Teil zu kriegerischen Auseinandersetzungen geführt haben. Was vielleicht auch nochmal interessant wäre, weil der Kalif, die Position des Kalifen ist doch sehr, sehr zentral. Wie ist das? Das wird weitervererbt, das Kalifat.
Nein. Oder wird das, also wird der Kalif gewählt? Er wird gewählt. Okay. Es gibt ein Wahlgremium innerhalb Okay. der Ahmadi-Muslim-Jamaat. Dazu gehören, also es ist sozusagen von dem Kalifen, der aktuell im Amt ist, wird dieses Gremium für die nächste Wahl nach seinem Tod sozusagen festgelegt. Was für ein, welche Menschen, beispielsweise sind darin eine bestimmte Prozentzahl von denjenigen, die sich als Waqf, also die für sich der Sache des Glaubens gewidmet haben, dann sind die Vorsitzenden der Länder der Ahmadi Muslim Jamaat sind Mitglied von diesem Gremium und so weiter und so fort. Und das tagt dann und wählt dann den Kalifen. Also könnte auch ein Kalif auch abgesetzt werden von so einem Gremium? Nein, ein Kalif wird auf Lebenszeit gewählt und es gibt keine Absetzung sozusagen. Okay. Letzte Frage, bevor ich Ihnen die Möglichkeit gebe, auch Fragen zu stellen. Die Ahmadiyya erlebt ja brutale Verfolgung. Können Sie vielleicht sagen, wie ist die Situation zum Beispiel in Pakistan, im Herkunftsgebiet? Also ich höre immer wieder, es gibt Regionen, wenn man da als Ahmadi, Muslim, Muslima identifiziert wird, dann kann sie das Leben kosten. Wie können wir uns das heute vorstellen? Es gibt tatsächlich keinen Ort in Pakistan, an dem Ahmadi Muslime sicher wären. Der Anschein wird erweckt von manchen, vor allem auch hierzulande, dass es in der Stadt, wo die meisten Ahmadi Muslime leben, Rabwa, das sogar der Name wurde zwangsmäßig geändert in Schnabnagar, dass dort die Ahmadi Muslime sicher wären. Aber auch dort finden Attentate statt und die Ahmadi Muslime sind dort nicht sicher. Der Hintergrund ist, bereits zu Lebzeiten des weißen Messias wurde er des Unglaubens bezichtigt. Dann in den 30er Jahren haben sogar angeblich aufgeklärte Gelehrte wie Iqbal, der ja in Deutschland auch ein Name ist, für die gesetzliche, für den Verbot, den Gesetz, das gesetzliche Verbot der Ahmadi Muslim Jamaat geworben, dass sie also abgesetzt wird, damals noch im britischen Indien, dass sie also zum Nicht-Muslim erklärt werden. 1953 gab es dann Ausschreitungen in Lahore, soweit, dass dort der Ausnahmezustand ausgerufen werden musste, weil dort so viele Ahmadi Muslime getötet und so viele Läden und so weiter von ihnen geplündert wurden. Heute noch findet man in Läden, da steht, wir verkaufen nicht an Ahmadi Muslime. Und dann 1974 wurde das in die Verfassung von Pakistan eingepflegt, dass die Ahmadis keine Muslime sind, for the purposes of für alles, was die verfassungsmäßig sind, die keine Muslime. Dann 1984 unter dem General Ziaul Haq, der sich zur Macht geputscht hatte, hat er dann nochmal die Gesetze verschärft und hat dann einen Verfassungszusatz hinzugefügt. Und zwar ist das so ambig, dass dort steht, derjenige, der sich als Ahmadi präsentiert, als Muslim präsentiert und so tut, als wäre er Muslim, kann dafür für 3 Jahre ins Gefängnis kommen. Und was ist das, sich als so zu tun, als ob man Muslim wäre? Das hat gar keine Hand und Fuß. Jemand, der, und deswegen wird das missbraucht, dieses Gesetz, tagtäglich. Es sitzen zig Ahmadis im Gefängnis in Pakistan, sogar auch in der Hinrichtungsliste und so weiter und so fort. Okay. Dankeschön. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Wenn ja, melden Sie sich bitte. Wir haben rechts und links ein Mikro. Ich würde Sie dann bitten, nach vorne zu kommen, wenn Sie dran sind, sich kurz vorzustellen und möglichst dann auch direkt Ihre Frage zu stellen. Es ist immer so, die erste Frage ist die größte Herausforderung für das Publikum. Theresa, bitteschön. Theresa Ballschmidt, Stiftung Weltethos.
Ich möchte eigentlich gleich das letzte Thema ansprechen, das Thema der Verfolgung. Ich erinnere mich, in den Jahren so 2010 sind relativ viele Ahmadis nach Deutschland geflüchtet und waren dort auch tatsächlich untergebracht in den Flüchtlingsunterkünften. Und das hat jetzt in meiner Wahrnehmung sehr abgenommen. Meine Frage ist, wie kommen Ahmadis, die fliehen tatsächlich heute nach Deutschland? Kommen sie tatsächlich als Verfolgte, auch als Verfolgte aufgrund ihrer religiösen Überzeugung, oder sind das andere Wege, die heute gegangen werden? Weil, wie gesagt, die Zahl in den Flüchtlingsunterkünften hat schon sehr stark abgenommen. 2010 wurden zwei unserer Moscheen in Lahore wiederum von den Taliban angegriffen und ungefähr 100 Ahmadis wurden dabei getötet. Das hat wieder zu der letzten Flüchtlingswelle geführt. Und die Flüchtlingsroute ist dieselbe, die alle nehmen. Das ist eine sehr harte Flüchtlingsroute, die durch den Iran und so weiter und dann über die Berge und dann erstmal durch Afghanistan, den Iran und dann weiter über den Balkan. Da gibt es keine, also die werden nicht in Pakistan als Flüchtling anerkannt und dann irgendwie hier rübergeflogen oder sowas. Das gibt es nicht. Das ist also derjenige, der das sich leisten kann, irgendwie der beispielsweise jung und stark ist, der macht das. Und die anderen, die müssen sich halt damit abfinden. Deswegen machen wir uns auch sozusagen, versuchen wir auch seit immer eigentlich schon, dass die Flüchtlings Problematik hier klarzumachen den Menschen, dass das nicht genügend ist, was gerade ist, und dass die Muslime tatsächlich in Pakistan in Gefahr sind, immer noch. Und das hat abgenommen, ganz einfach, weil danach gab es immer noch, und erst vor, ich glaube, 2 Wochen gab es das letzte Attentat. Und es gibt kontinuierlich immer noch Attentate in Pakistan. Okay. Timo Gisselmansur und dann Herr Wageshauser, bitte. Ja, mein Name ist Timo Gisselmansur. Ich bin von CIBEDO, das ist die christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz in Frankfurt am Main für den Dialog zwischen Christen und Muslimen. Danke für die Einblicke in das Innenleben, in das Gebilde der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Meine Frage ist, spielen die christlichen, jüdischen Quellen auch für Sie eine Rolle? Und Sie haben ja vom Messias, von Jesus gesprochen, von den vorangegangenen Propheten. Spielen andere Quellen für Sie eine Rolle? Und was ist das Bild der anderen sozusagen, Christen und Juden, in Ihrer Lehre? Wie sehen Sie, wie blicken Sie auf vorhandene praktisch Christen und Muslime, Christen und Juden in Ihrem theologischen, ja, Religionsgemeinschaft Blick? Vielleicht können Sie ein paar Sätze dazu sagen. Danke. Dankeschön. Wenn es um die Theologie geht, dann spielt vor allem für uns als Ahmadi-Muslime die Bibel beispielsweise eine große Rolle, weil wir auch von dort eben über das Leben Jesu Informationen erhalten und die dann sozusagen als Richtung für uns dienen, unsere Theologie daran sozusagen auszurichten. Beispielsweise sagte Jesus laut der Bibel zu den Menschen, als sie sagten, dass Elias wiederkommen sollte, dass Johannes der Täufer Elias wäre. Und daraus argumentieren wir beispielsweise, dass wenn jemand wiederkehrt, dass niemand in derselben Person wiederkehrt, sondern jemand anderes in Kraft und Geist kommt. Und genauso, und wenn es um die Christen und Juden geht, das sind Brüder im abrahamitischen Glauben. Im Heiligen Koran heißt es, sprecht zu den Kindern Israels,
Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kommt zusammen zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns und euch. An Allah na'budu illallah, dass wir nicht anbeten oder nicht dienen niemandem außer Allah. Das heißt also, wir erachten Christen und Juden, also die Kinder Israels, oder die Ahlul Kitab, also diejenigen, die Schriftbesitzer, als jene, die auch einer göttlichen Religion folgen. Nur wir glauben natürlich daran, dass diese geupdatet wurde durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber nichtsdestotrotz, im Gegensatz zu anderen Strömungen innerhalb des Islams, haben wir ein anderes Bild, beispielsweise was das Jenseits betrifft. Niemandem ist es erlaubt, über die jenseitige Verortung eines Individuums sich ein Urteil zu bilden. Das ist allein im Ermessen von Gott. Das heißt also, es ist auch selbst das, was viele Muslime als unvergebbar erachten, das Schirk, also den Polytheismus, erachten wir als etwas, das in der Macht Gottes liegt, selbst sozusagen zu tun und zu lassen, was er möchte. Und in dem Sinne kann er auch selbst den Polytheismus, die Abgötterei, welche als die schlimmste Sünde gilt, verzeihen. Das heißt also, und schlussendlich glauben wir auch daran, dass die Hölle nicht ewig ist, im Gegensatz zu den meisten Muslimen. Und das leiten wir natürlich aus Koran und Sunna ab und ist sozusagen nicht aus den Fingern herbeigezogen. Mhm. Wir sind in einem stetigen Dialog mit Juden und Christen. Interreligiöser Dialog spielt eine große Rolle für uns. Es gibt sogar zu Zeiten des Begründers der Ahmadi-Muslim-Jamaat gibt es hier und da Begegnungen zwischen Christen und ihm. Und er sagt, dass er in bestimmten Zeiten, in Sialkot beispielsweise, sehr gut befreundet war mit dem Missionar dort, mit dem er sich aber auch debattiert hat. Aber eben es gab damals, weil er eben nicht den Muslimen feindlich gesinnt war, gab es kein böses Blut oder so in der Richtung. Dankeschön. So, wir haben jetzt noch drei Wortmeldungen. Herr Wageshauser, dann Andreas Renz und eine Online-Frage, Anmerkung und dann müssen wir zum Ende kommen. Bitte, Herr Wageshauser. Ganz kurz nochmal zur Frage von Frau Dr. Waldschmidt. Natürlich haben wir im Moment noch eine sehr extreme Verfolgungssituation in Pakistan, in Indien, aber auch in vielen arabischen Ländern. Das Problem ist im Moment, dass man kommt aus Pakistan nicht so einfach raus, ja, aus Indien oder aus bestimmten Ländern. Deswegen ein Flug mit einem gefälschten Visa, ja, das ist eine Möglichkeit, wie man da rauskäme, können sich nur wenige leisten. Das kostet vielleicht 30.000 Euro sowas. Ja. Da verkaufen viele ihr Haus und Hof und alles, was sie haben. Viele gehen im Moment nach Sri Lanka, viele gehen nach Dubai, viele gehen also in die umgebenden Länder. Und dort sind viele auch hängen geblieben. Wir haben jetzt im Moment auch ganz viele Probleme von Ahmadis, die jetzt aus Afghanistan rausgegangen sind, die jetzt in den östlichen Bereichen von Pakistan sind. Also wir haben nach wie vor eine sehr schwierige Verfolgungssituation. Also die sieht auch so aus, dass zum Beispiel gehetzt wird im Fernsehen. Also das alltägliche Brot ist, dass zum Beispiel ein berühmter Moderator, vergleichbar mit Gottschalk vielleicht, ja, der hetzt halt in seinen Sendungen gegen Ahmadis und lädt Gelehrte ein, die dann sagen, also ein Ahmadi ist des Todes würdig, man kann ihn umbringen. Ja. Und als er das gemacht hat, gab es danach dann auch Attentate. Also das ging jetzt durch die ganzen Medien. Dieser Moderator, der ist vor kurzem gestorben. Also man geht davon aus, dass er Selbstmord gemacht hat. Also das ist ein alltägliches Erlebnis in Pakistan, dass man immer mit Verfolgung rechnen kann und keiner ist in dem Sinne sicher. Ja. Vielen Dank für die Ergänzung. Andreas Renz, bitte.
Ja, Andreas Renz, ich bin in der Erzdiözese München und Freising für den interreligiösen Dialog zuständig. Ich bin leider etwas zu spät gekommen, deswegen habe ich nicht ganz Ihren Vortrag mitbekommen. Aber mich würde interessieren, welchen Stellenwert haben die Quellen, die also auf Ihren Stifter zurückgehen? Und in welchem, also wird da nochmal differenziert von der Wertigkeit sozusagen oder Bedeutung dieser Schriften? Und in welchem Verhältnis stehen die dann zum Koran und zur Sunna des Mohammed? Danke. Die Schriften, wie auch, also ich habe es auch versucht, innerhalb dieser Präsentation zu sagen, dass es gibt einen Konsens auch darüber innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, dass wenn Jesus kommen wird, der unserer Meinung nach ja schon gekommen ist, dann wird er nicht das Gesetz des Propheten abrogieren oder negieren oder in irgendeiner Weise abschaffen, sondern wird sich innerhalb dessen bewegen. Denn den Anspruch, den der Begründer unserer Gemeinde gestellt hat, ist, ein nicht legislativer Prophet zu sein. Rairut Tashri'in, also Rairut Tashri heißt jemand, der keine neue Scharia bringt, sondern die Scharia, die da ist, ist die letztgültige, auch unserer Ansicht nach. Und in der Hinsicht ist das, was der Begründer unserer Gemeinde gesagt hat, Auslegung dessen, was im Koran steht und was der Prophet gesagt hat. Und falls es zu also es gibt dann Abstufungen in der Authentizität. Mhm. Es gibt Schriftwerke in 23 Bändern, die von ihm selbst verfasst wurden und gedruckt wurden zu seinen Lebzeiten. Dann gibt es mündlich überlieferte Aussagen von ihm, die aber auch zu seinen Lebzeiten in Zeitungen abgedruckt wurden, in Zeitungen der Gemeinde. Diese haben aber nicht denselben Stellenwert wie die schriftlichen Werke. Der jetzige Kalif, der des Messias, also der, das jetzige Oberhaupt beispielsweise, hat vereinzelt auch von diesen mündlichen Aussagen Dinge uminterpretiert oder gesagt, dass das, was er geschrieben hat, ist authentisch. Also kann das, was er gesagt hat, nicht dagegen laufen. Und deswegen ist also die, die Reihenfolge ist Koran, Sunna. Und Sunna ist bei uns nochmal unterschieden von Hadith. Sunna ist das, also er nennt das, der verheißene Messias nennt das As-Sunna al-Mutawaritha al-Muta'amila. Das ist die Sunna, die vererbt wurde und die massenhaft auch ausgeübt wurde. Das heißt, es wurde kein Wortlaut mündlich weitergegeben, sondern alle haben es gemacht und allen wurde es weitergegeben und jeder wusste, wie das Gebet beispielsweise funktioniert. Das ist vom Propheten bis jetzt fast ungleich geblieben. In der Hinsicht ist die Sunna, kommt nach dem Koran, dann kommen die Ahadith, dann kommen die Aussagen, die schriftlichen Aussagen des Messias und dann kommen seine mündlichen Aussagen und dann kommen die Aussagen der Kalifen. Dankeschön. So, letzte Frage online. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber ja. Bitteschön. Ah, Herr Lamprecht, wir hören Sie, bitte. Ja, schönen guten Tag, Harald Lamprecht aus Dresden, Beauftragter für Weltanschauungsfragen in der Sächsischen Landeskirche. Ich hätte noch mal eine Frage zur Theologie und zum Selbstverständnis und zur Bedeutung des Gründers. Sie haben ja in Ihrem Vortrag dargelegt, das eingebettet in die islamische Tradition und das Verhältnis vom Messias als Erneuerer und ihn dargestellt als Kontinuität zu Mohammed, haben Sie relativ deutlich gestärkt gemacht. Er wird trotzdem von anderen Muslimen ja abgelehnt, weil sie dort eine Konkurrenz sehen. Und mich würde interessieren, wenn man versucht, das wir sind ja hier in einem christlichen Kontext, das deutlich zu machen, was die besondere Stellung der Ahmadiyyas ist, habe ich immer mal den Vergleich gehört mit den Mormonen im Christentum, also der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Da haben wir ja auch so eine Situation, dass es eine Gemeinschaft von Christen, also innerhalb des Christentums ist, die sich verstehen als Erneuerer des Christentums
und den Anspruch haben, da eine neuere Offenbarung zu bringen. Das wird deshalb von den anderen Christen abgelehnt. Also meine Frage erstens, ich weiß nicht, ob Sie die Mormonen jetzt kennen, aber ob Sie diesen Vergleich irgendwie dem was abgewinnen können oder ob Sie sagen, vollkommen daneben, das würde mich interessieren. Und die zweite Frage, was damit zusammenhängt, ein bisschen, wie ist die Rolle des verheißenen Messias? Ist er neuer Offenbarer? Bringt er sozusagen Inhalte oder ist er nur Reformer? Mhm. Also mehr Martin Luther als Joseph Smith, wenn ich das mal wieder übersetze jetzt hier in christliche Begrifflichkeit. Also, vielen Dank, Herr Lamprecht. Vielen Dank für die Frage. Ich versuche das zu beantworten. Die erste Frage war nach der Stellung der Ahmadis innerhalb der Muslime und warum das und ob das mit den Mormonen ein guter Vergleich ist. Ich würde sagen, das ist kein passender Vergleich. Wenn man das blickt, beziehungsweise diesen Vergleich haben die Gegner der Ahmadiyya innerhalb der Muslime in die Welt gesetzt, dass man uns mit beispielsweise den Mormonen vergleicht. Mhm. Wenn es um die Schnittmenge zwischen dem Gros der sunnitischen Muslime und der Ahmadi-Muslime geht, dann ist das 99%. Es gibt, deswegen habe ich ja versucht zu erklären, dass der verheißene Messias zeitlebens den Anspruch erhoben hat, nichts erfunden zu haben, sondern alles, was der Prophet schon gebracht hat, wieder zum Vorschein gebracht zu haben, die Verkrustungen, die sich über die Jahre über die Lehren gelegt haben, entfernt zu haben. Erneuerer gab es schon immer. Diejenigen, die mit Gott kommuniziert haben, Offenbarung beispielsweise, ist nichts, was im Islam etwas ist, das es vor dem Messias nicht gab. Es gab natürlich vereinzelt Strömungen, und es gibt immer noch große Strömungen, vor allem die Salafiten oder die Wahhabiten, die meinen, dass die Mystik und das Sufitum beispielsweise ablehnen und meinen, das sind alles nur Heuchler und Lügner. Jedoch ist das Sufitum sehr stark innerhalb der islamischen Tradition vertreten und die Sufi-Mystiker beanspruchen schon seit Jahrhunderten, dass sie mit Gott kommunizieren, auch mit Engeln kommunizieren und so weiter und so fort und dass der Engel Gabriel zu ihnen kommt und so weiter und so fort. Der Unterschied zwischen zwischen den Erneuerern vorher und dem Messias ist, dass er von dem Propheten Muhammad, also von dem Begründer des Islam, selbst als Nabiullah bezeichnet wurde, als Prophet Allahs. Und der verheißene Messias hat das ausgelegt, dass die Definition des Propheten, die bisher da war, nicht genügend ist. Die eigentliche Definition, die er hat gesagt, die Definition des Propheten ist, wenn in dem Mukalama und Mukhataba, also der Kommunikation zwischen Mensch und Gott, eine gewisse Schwelle überschritten wird an Qualität und Quantität von Offenbarungen und von Kommunikation, wird jemand zum Propheten. Und er wurde dann wird er auch von Allah zum Propheten erkoren. Und das ist sozusagen die Position von ihm innerhalb der Gemeinde. Die zweite Frage, genau, das beinhaltet ist ja schon beantwortet, er hat Offenbarungen erhalten, aber das ist kein Novum innerhalb des Islams, wie beispielsweise vielleicht in anderen Religionen, ich kenne mich da nicht aus, aber innerhalb des Islams gab es, während der verheißene Messias gelebt hat, davor schon Gelehrte und fromme Menschen und gottesfürchtige Muslime, die von sich behauptet haben, dass Gott mit ihnen spricht. Warum er aber dann erschienen ist, ist, dass eine große Anzahl von Menschen, eine große Anzahl von Muslimen langsam angefangen haben, das zu bezweifeln und zu sagen, nein, Gott spricht nicht mehr. Gott hat aufgehört zu sprechen, sein Attribut Mutakallim hat aufgehört zu existieren, obwohl Gott sich ja nicht verändert und so weiter und so fort. Dann sage ich vielen Dank nochmal.
Herr Ahmed, für den Vortrag. Auch vielen Dank, dass Sie uns die Präsentation zur Verfügung stellen, die wir dann online stellen werden. Ich möchte vielleicht auch an dieser Stelle daran erinnern, es wird ein Tagungsband erscheinen, wahrscheinlich nächstes Jahr, wo ja dann auch die Theologie der Ahmadiyya ausführlich dargestellt wird.